Ein herzliches Willkommen. Angst ist ein schlechter Ratgeber, heißt es ja, auch in Geldfragen. Trotz Pandemie überängstlich ist unser Volk nicht. Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Umfrage der R&V-Versicherungen zu den Ängsten der Deutschen. Geldsorgen haben mit der Corona-Krise jedoch deutlich zugenommen. Die Corona-Hilfen der Regierung und der Notenbank haben auf der einen Seite Härten und Ängste gemindert. Die Befragten zeigen sich zum Beispiel erleichtert darüber, dass die Wirtschaft wieder in Schwung kommt. Auf der anderen Seite herrscht ein nüchterner Realismus, dass die Bewältigung der Pandemie nicht zum Nulltarif zu haben ist, viel Geld kostet und die Staatskasse belastet. Mit der Flut ist die Angst vor Umweltbelastungen am stärksten gestiegen. Die Angst vor Inflation ist groß, davor, dass sie sich dauerhaft einnistet. Die EZB geht nicht davon aus. Sie sieht die höhere Inflation nach wie vor als eine Begleiterscheinung des Post-Corona-Aufschwungs, die wieder verschwinden wird. Eine aktuelle Folge zahlreicher Sonderfaktoren wie der geänderten Mehrwertsteuer in Deutschland und der Lieferengpässe, die sich derzeit verstärken, größere Preissteigerungen nach sich ziehen als gedacht. Was am Arbeitsmarkt ankommt, der sich ebenfalls sehr schnell erholt. Wobei EZB-Chefin Lagarde explizit darauf hinwies, dass 2 Millionen Menschen, die ihren Job in der Corona-Krise verloren hätten, immer noch keinen wiedergefunden haben. Vor allem junge Menschen und Geringqualifizierte. Die weitere Geldpolitik zielt auch darauf, dass sich dies ändert. Die EZB plant, ihre Pandemiehilfen insgesamt in voller Höhe fortzuführen. Jedoch bis zum Jahresende erstmal in monatlich geringerer Dosis. Damit reagiert die Notenbank auf die Besserung und zugleich auf neue Unsicherheiten für das Wachstum, zu denen auch eine mögliche heftige neue Corona-Welle und die um sich greifende Impfmüdigkeit zählen. Unterm Strich hält die EZB die Finanzierungsbedingungen für Unternehmen günstig und versorgt diese weiter großzügig mit Liquidität. Höhere Zinsen sind noch lange nicht in Sicht. Schönen Abend.